Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Soul Silver in der Randomizer Nuzlocke zusammen mit Natsu. Hallöchen! Guten Tag! Und nachdem wir das letzte Mal kläglich gescheitert sind, haben wir eine neue Generation, ein neues Team des Aufklärungstrupp, welches sich in die Pokémon Liga wagen wird. Wir haben einmal Larry auf Level 45 mit der Zoom-Linse. Seine Attacken sind Steinkante, Irrlicht, Gesang und Feuerschlag. Auf die Stats werde ich jetzt nicht jedes Mal drauf eingehen und auf die Fähigkeiten, die seht ihr ja. Da könnt ihr zur Not auch pausieren und durchlesen. Zoomlinse, da Larry mit Attacken spielt, die nicht alle nur 100er Genauigkeit haben. Dann haben wir Satan, unser Elektroball. Das hat ein sehr gutes Moveset. Leider sind die meisten Angriffe physisch. Dafür habe ich ihm aber auch noch den Leben Orb gegeben, um seinen Angriff ein bisschen zu erhöhen. Dann haben wir Undeadbahn, unser fast unsterbliches Ninjaton, mit dem Item Flinkklaue, damit er auch manchmal als erstes angreifen kann. Und ja, am meisten werden wir hier mit Drachenstoß durchsweepen. Der Angriff von knapp 100 ist ja immer noch ganz angenehm. Dann, dazu ab jetzt erklärst du, kommen wir zum Encounter von Shiny Hunt. Nein, Spaß, du warst ja nicht beim Training dabei, ich übernehme das noch. Shiny Hunt war das Smogon, was wir gefangen haben und den Encounter, den wir dem Zuschauer gewidmet haben. Das ist mittlerweile ein Galopper, die Stats sind anders nice und ich habe ihm Überreste gegeben, weil wir dann mit Schaufler vielleicht ein bisschen stallen können. Ansonsten noch Zen Kopfstoß als normaler Angriff, Eissplitter als Prior-Angriff, also ein ordentliches Pokémon. Dann noch Zenitsu mit dem Walband. Und unser Shiny Garados Ersa mit der Scope-Linse, damit sie ab und zu öfter crittet, plus Kehrtwende, um rauszuswitchen, und Heilbefehl, um im Kampf zu healen. Ist cool, weil das letzte Mal, als wir reingegangen sind, hatten wir nicht ein Pokémon, was im Kampf healen konnte, oder? Ich glaube nicht. Nee, hatten wir im alten Team. Ja, dann würde ich sagen, gibt es eigentlich nicht mehr großartig was rumzuquatschen. Gehen wir direkt rein, oder? Genug Tränke haben wir, genug Hyperheiler haben wir. Let's go. Na dann, ab noch. Versuch Nummer 2. Ich hoffe nur, es klappt mit den ganzen Elixieren und so. Dass wir da genug später haben. Mit Pech haben wir echt knapp. Ja, die AP werden ein Problem. Okay, mit wem wollen wir denn leaden? Wir wissen, dass er einen Libiskus mit Donner einsetzt. Ich würde einfach mit Larry reingehen, oder? Ehrlich gesagt. Larry ist halt... hat gute Verteidigungswerte, 130er Angriff, 180 KP. Ja, könnten auch mit Ersa leaden. Ja... Meinst du, wir wollen direkt mit dem Shiny leaden? Komm, let's go. Let's go. Direkt mit dem Shiny rein. Ja. Ich glaube, Electro Resist, glaube ich, Käfer. Das heißt, das war so ziemlich der blödeste Pick, den wir machen konnten. Oh, nee. Naja. Wir wissen ja nicht, ob es ein Elektro-Pokémon ist oder ob es so Donner eingesetzt hat. Vieles wird ja auch auf Stahl hinauslaufen. Ja, schon, das wird irgendwie nicht besser. Doch, dann wäre man Mutwill gar nicht so blöd gewesen. Aber wie gesagt, wir haben die Kehrtwende auf Ersa. Das heißt, sobald wir sehen, dass es kritisch wird, können wir ganz schnell rausgehen. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit einer Coilschere und schauen, ob sich das Training gelohnt hat. Ja, doch. Dafür, dass es nicht so effektiv ist. Komprimator ist in Ordnung, das kennen wir. Ja. Gute Damage Roll, ein Crit. Mit der Scope-Linse, die ich davor angesprochen habe. Sehr nice. Ich werde mich natürlich zwischendurch auch wieder des Speed-Up-Buttons bedienen. So in ganz mildem Ausmaß. Oh, wait. Ja. Was willst du erlernen? Roll? Das brauchen wir nicht, oder? Nein. Naja. Was macht ein Roll dazu? Ups. Also nicht, das war nicht so gut. Immer senken, glaube ich nur. Ja. Bekannte Attacken behalten. Digga, es wird wirklich für immer eine Sache in den Pokémon-Projekten bleiben, dass ich das nicht hinkriege, wa? Im First Try. Es ist wirklich blöd gemacht. Groll war eine Attacke, um das noch kurz aufzuklären, die lediglich die AP des Gegners um 4 senkt. Also, naja. So, das Welser war ziemlich eklig. Das kann Blitzkanone und Schlag mich tot. Ich weiß aber nicht, wie es bei Welsers Verteidigung aussieht. Gehen wir mit einer Kreuzschere oder mit einem Spukball rein? Mach mal Kreuzschere einfach. Ja, oder? Ja. Ja, gut. Oh, besser war das mit dem Sandsturm. Da dürfen wir Ninjaton nicht rein switchen. Nee. Bei Ninjaton müssen wir aufpassen. Also Ninjaton ist an sich von jedem normalen Angriff so gut wie unsterblich, aber Statusprobleme oder sowas wie Sandsturm, das wird dem Pokémon ganz schnell gefährlich und Ersa macht das hier. Wie man die will. Ist aber auch verdientbar. Also falls es irgendwie da draußen gibt, der die Referenz nicht kennt, Ersa Scarlet aus Fairy Tail. Genau. Ja, nach dem ist sie halt benannt. Und die ist in dem Anime ähnlich so ein Boss-Char wie
Bojo. Ja, wer uns erkennt, der weiß, dass. Also chill. Ich hab mich gerade gedroppt. Alles gut, das war nur sehr effektiv, aber dafür. Nicht ganz im One-Shot. Wir sind sehr effektiv beide aufeinander. Was ich sagen wollte, nee, ist aber auch verdient. Also, ich habe in den letzten Tagen echt nochmal viele Stunden und viel Thought-Process in das Team gesteckt, um das Beste wieder rauszuholen. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir bekommen haben. Jo. Shiny Hand ist leider vom Typ Psycho, das heißt, da kann ich nicht reingehen in die Finster-Aura. Das wäre sehr effektiv. Wer hat denn als nächstes die höchste Spezialverteidigung? Das müsste Satan sein, oder? Ja. Ja. Verteidigung von 70. Also entweder gehen wir auf Satan oder auf Larry. Ich gehe auf Larry. Weil er wird heilen. Das heißt, wir haben einen gratis Switch. Und ich habe da noch so eine Sache im Kopf, die er noch auspacken wird. Lapras. Und das war ein Stahltyp. Oh nee. Und der wird diesmal so einen Feuerschlag reinbekommen. Den tanken wir. Den sollten wir tanken. Ja. Sehr gut sogar. Wie gesagt, wir dürfen nicht vernachlässigen, dass Mammut auch 180 KP hat. Das heißt, es ist ordentlich. Oh nein! Moment, jetzt muss ich kurz eine Sache nachschauen. Es kann sein, dass wir den Donner gerade nur so gut weggesteckt haben, weil der Sandsturm noch aktiv war. Sandsturm erhöht nämlich ab irgendeiner Gen die Spezialverteidigung von Gesteins-Pokémon um 50%. Ich weiß aber nicht, ob das in der Gen hier schon so war oder ob das erst später kommt. Moment, lass mich schauen. Die Spezialverteidigung aller im Kampf befindlichen Gestein-Pokémon wird um 50% erhöht. Ja, deswegen haben wir das eben so gut weggesteckt. Ah, okay, das ist cool. Aber. Okay, das ist aber krass. Das hätten wir das weitaus schlechter weggesteckt. Ja, das ist mir nämlich gerade spontan eingefallen und dann können wir jetzt nämlich doch nicht so ohne Probleme in dem zweiten Donner drin bleiben. Dann hole ich mal unsere Trumpfkarte raus, oder? Ist das eigentlich schon vorbei? Ja, der hat sich eben gelegt. So, okay. Eigentlich schon, oder? Ich zweifle, dass das Teil eine Eis- oder Drachenattacke raushaut. Let's go, Annettbahn mit einem KP! Donner, rück mich nicht! Okay, Drachenstoß! Ja, siehst du, da machst du nichts, wa? Oh nein, der Drachometeor! Oh mein Gott, er wird so sterben! Hau rein, Bahn! Let's go! Das wird so ein One-Shot! Ja! Ja! Let's go! Oh, der Drachenstoß scheppert so raus. Das Feld von Olympia, da. Ja! Ich liebe Drachenstoß als Attacke. Damit haben wir auch den 100er Angriff geknackt. So. Was ist der da? Was? Wir kennen das Moveset komplett von Lapras. Warte. Tempohieb, Donner, Blitzkanone, Quetschgriff. Alles nicht sehr effektiv auf uns. Also normal effektiv oder nicht sehr effektiv, ist immer blöd, das bei Pokémon zu sagen, aber ich denke mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das hittet unter dem Bahn nicht. So. Nein, kann es nicht. Wenn Klaue hittet, dann ist das hier nur eine Sache von Zornklinge. Nach Zornklinge. Ich würde ja auch auf Schlammbad gehen. Jedoch können wir ihn leider nicht vergiften. Erstens wegen Stahltyp und zweitens hat er ja, glaube ich, auch noch eine Fähigkeit gehabt, die das verhindert, ne? Wenn ich mich hier erinnere. Das weiß ich nicht. Er hat auch noch eine Beere gefuttert. Okay. So. Gott. Wir sind jetzt bei 5 Zornklingen, ich gehe jetzt einmal auf den Drachenstoß und wenn der nicht killt, dann schauen wir danach, was wir machen können mit anderen Pokémon. Denn ich möchte an der Bahn nicht direkt im ersten Fight alle AP verlieren lassen. So viel an der Tür. Das Lapras ist echt ein Problem, was machen wir jetzt? Larry reinschicken wird auch nicht smart. Nee, Larry hat vorhin schon einen auf den Deckel bekommen. Deswegen. Soll ich mal probieren, mit Schlammer drauf zu gehen? Nee, das ist doch ein Stahltyp. Ja, okay. Naja, wir haben die Runde ja eh frei, deswegen dachte ich, ich probier's einmal aus. Ja. Wir müssen nur beim Switchen auspacken. Dieses Lapras die ganze Zeit so ein Problem ist, ne? Ja, es ist halt unglaublich stark. Es ist auch ein unglaublich stark gerandomizedes Pokémon. Stahl, Donner, Patronenhieb, Blitzkanone, Quetschgriff. Das Ding ist wirklich eine Kanone. Also wirklich krass. Was da zusammen gerandomized wurde. Ich würde ehrlich gesagt sagen, wir probieren es mit Satan, aber Satan hat auch keine wirklich effektiven Attacken. Zenitsu kann das, also können wir vergessen, da kommt eine Blitzattacke, eine Donnerattacke, dann war's das. Ja. Shiny Hand. Eigentlich Shiny Hand, oder? Wir können es probieren, ja. Ja, auf Schaufler! Shiny Hand und dann auf Schaufler! Ja! Das ist der Way to go.
Nun heißt es, alles oder nichts. Dann kriegen wir die Überreste zweimal nochmal rein. Er geht nur auf den Patronenhieb, glücklicherweise. Wie viel Schaden macht das? Okay, alles klar. What the hell? Ein bisschen mehr als erwartet. Warum? Das war nur ein Patronenhieb. Was hat dieses Labkos für Angriffswerte? Wir sind 4 Level drüber. Egal, Schaufler. Jetzt ist... Ach so, Patronenhieb. Oh, das ist so schneller als wir. Oh mein Gott, Bro! Mit weißt du was, es ist keine Schande, dass wir den ersten Try verloren haben. Ganz ehrlich. Nee, leider Slappers ist schon gefühlt ein Endgegner. Ja, weil wenn du hier nicht drauf vorbereitet bist, und wir sind gerade sogar drauf vorbereitet. What the hell? Wie viel Schaden macht ein Patronik? Überleben wir noch einen? Eigentlich ja, oder? Überleben wir, wenn nicht blutet, ja. Okay, wir sind schneller, wenn er nicht auf Patronik geht. Das heißt, wir kriegen noch einmal ganz entspannt die Überreste rein. Jetzt. Und dann greifen wir an. Oh, er geht sogar jetzt noch auf Patronenhieb. Er hat uns 2 Runden geschenkt. Dankeschön, Laplas. Na gut, ich glaube, er wird sowieso drauf gehen, ne? Ja, hätte wir keinen Unterschied gemacht. Oh mein Gott, dazu. Dazu, wir schaffen den ersten Fight, ohne dass wir ihn verlieren. War es das schon, oder hat er noch eins? Das war schon, oder? Eins hat er, glaube ich, noch. Er hat auch das Menafi ausgetauscht. Ach so, ja. Okay. Jetzt nicht unvorsichtig werden. Das Teil hat... Wen hat's denn outspeedet? Das Teil hat Erza outspeedet. Und Erza ist bei... Was für eine Initiative? 103? Galoppa ist bei... 101. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall raus. Mhm. Hallöchen. Wie er da steht. Übrigens, hätte ich vielleicht... Hätte ich vielleicht ganz am Anfang sagen sollen, Natsu und liebe Zuschauer, nicht da hinten in die Lücke, in diese Aushöhlung des Neonatoms schauen, ansonsten wird eure Seele da reingezogen. Ich hoffe, ihr habt das an dem Punkt noch nicht gemacht. Danke. Gott. Also, dass du da jetzt aber einen Trank einstecken musste, war wirklich unnötig. Ja, Willi, was sagst du jetzt, hä? Aber selbst mit diesem Team war das Ganze hier noch sehr knackig. Also, ja, vom Schwierigkeitsgrad her. Lustigerweise nicht so schlimm wie beim letzten Team. Aber woran lag denn das beim letzten Team? Das sagt ja nicht daran, dass wir zu schwach waren. Weil wir nicht vorbereitet waren. Ja, das ist ja gut. Weil jetzt wusste ich ja, wir wussten ja im letzten Run auch nicht, was das Lapras für ein Typ ist. Wie gesagt, ich hatte ja 20 Mal wie nennt man das? Dieses Lapras war so, ha, you may have outsmarted me, but I have outsmarted you outsmarting. So war das Lapras im letzten Fight, die ganze Zeit. Erst war es ein Stahltyp, dann kam es ein Patronenhieb um die Ecke. Es hat uns halt nach und nach immer wieder weggekontert. Das war das Problem letztes Mal. Mit was hat denn der zweite geleadet? Bei dem Donner da gekittelt. Ja, genau. Und der hat mich am Anfang auch direkt komplett off guard erwischt und auch ein bisschen rausgeworfen. Ja. Bisschen. Abgelenkt, bisschen aus dem Konzept gebracht. Was hat der Typ denn hier gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr dazu. Was hat denn der Ninja-Typ so eingesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Lieben wir mit Mammute? Ja, würde ich sagen, oder? Oder schicken wir Satan nach vorne? Wir können mit Lerias was schauen. Ja, stimmt, macht eigentlich schon Sinn. Ja. Let's go. Weil ich sag mal so, der Speed bringt jetzt ja nichts, wenn wir halt nichts machen können gegen den. Hä? Naja, Satan hat auch so schon Angriffskraft. Glaub mal. Das ist kein Problem. Der Taint hat nicht so gut wie der Riechert. Das stimmt, ja. Oh, stimmt. Er hat einen Tentacher. Aber ganz am Anfang. Ja, an den erinnere ich mich nicht mehr so gut. Weil wir mit ihm nicht so viele Probleme hatten. Wir haben gesagt, ach, so ist ja nur Tentacher. Und dann sagt man jetzt so, oh. Nein, das sagt man uns nicht. Oh. Oh, das ist vierfach effektiv. Oh, das ist vierfach effektiv. Oh, oh. Oh. Das sag ich doch. Ich will fliehen. Feuerschlag. Boah, das wäre so. Sieh, wenn das einfach eine Runde klauen würde. So oh mein Gott, das wäre so ein blöder Missklick eben gewesen, war. Wirklich fast Lady deswegen verloren. Relaxo war das größte Problem hier. Ja, stimmt. Da sitzt einer. He's just sitting there. Das ist, glaube ich, Zenitsu's Turn hier. Ich möchte Undead-Bahn nicht direkt schon wieder ausreizen. Außerdem, mit Zenitsu haben wir noch den Bedroher drin. Erdbeben trifft uns nicht. Und
Jetzt kommen wir zur Attacke, die Natsu mir vorgeschlagen hat. Natsu hat mir tatsächlich vorgeschlagen, Fliegen einfach auf Staraptor zu packen. Oh, er ruft sogar zurück. Ja, ich habe da nicht dran gedacht, dass Fliegen eine physische Attacke ist. Ich hätte es jetzt nur mit Aeroas gespielt, weil es das oft im, also beim Leveln gelernt hat. Aber Fliegen ist tatsächlich keine schlechte Attacke, vor allem zum Stallen und schauen, was der Gegner hat. Hat der gerade den Kampftypen eingeswitcht? Der wird gleich so sterben. Nicht so gut. Hä? Das ist die Wunder, wird doch einfach umkippen, oder? Ja. Nein. Was war das denn? Was war das denn für ein Switch? Aber ich find's krass, wie man in Randomizern sieht, dass die KI in Pokémon wirklich gar nicht so dämlich ist. Die switchen schon aus, wenn die merken, dass es keinen Sinn mehr macht, ne? Ja, switchen ist das Dümmste aus. Ja, naja, vielleicht hat er keine bessere Option gehabt. Ja, das Ursaring wäre, glaube ich, auch nicht mal gewesen, ne? Das Ursaring hatten wir am Anfang selbst im Team. Ist es Feuergestein oder Feuerboden? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das Problem ist, wenn ich jetzt Fliegen einsetze, Steinkante ist eine Attacke, die auch in der Luft hittet. Das ist schlecht, ja. Das scheppert richtig. Ich möchte aber auch keine Bodenattacke provozieren. Ich möchte aber auch keine Feuerattacke provozieren. Ah, gehen wir auf Bahn. Eruption? Ja. Also es ist wahrscheinlich Bodenfeuer. Oder ist Eruption eine Feuerattacke? Ich bin bei Eruption immer so unsicher. Es könnte beides sein. Eruption ist Feuer. Ist es Feuer? Ich bin zu 100% sicher. Zu wie viel Prozent? Das wurde voll von Discord verschluckt. Zu 80. Okay, okay. Wir haben auch vergessen, dass das Ursaring sich ja selber mit Giftschleim Schaden macht, weil es das als Item gerandomized bekommen hat. Stimmt, das ist gut. Das heißt, wir können hier ein bisschen stallen, ein bisschen chillen. Ist auch ganz gut, dann kann ich nämlich auf Anditbahn die das Schlammbad einsetzen und muss nicht so viel abgeben. Imagine, das Ding hätte jetzt irgendwie Schleuder oder Katapult, das hieß eine Gap und gibt uns das Item auf unsere Alter! Alter, aber das, nee, das würde doch gar nicht so gehen. Assi. Das trifft nicht durch Wunderwaffe. Ach, stimmt. Ja, jeder Angriff wird ja direkt annulliert. Wir haben hier ja, praktisch ein Board mit 20 Angriff annullieren liegen. Naja, eigentlich mit Infinite, aber ich habe jetzt nur eine random Zahl genommen. Oh, perfekt, jetzt ist auch noch vergiftet. Ach, das arme Ursaring, das tut mir voll leid. Es kommt so rein. Warum geht das nicht mit... Und dann nochmal, jetzt nochmal. Das kriegt zweimal Giftschaden. Aua. Stop. Und die Blinklaue noch. Oh mein Gott, das tut mir so leid. Ich habe so viel Spaß an dem zweiten Run gerade. Das ist der beste zweite Run, den man jemals haben konnte. Schau es dir an, es wird einfach nur dahin gerappt. Und in der Turm steht er so. Ja, naja. Zack, und der zweite gibt. Oh nein, das war Ursaring. Ich hab wirklich. Oh Mann, help mir den Chat für Ursaring an der Stelle. Beziehungsweise in die Kommentare. Natsu, ich bin zu sehr Stream gewöhnt, okay? Tut mir leid. Alles gut. Wollen wir drin bleiben? Und einen Drachenstoß probieren? Ich weiß nicht, was das Vieh konnte, das Ding. Ich auch nicht. Könnten aber auch Shiny Hand mal reinschicken und gucken. Wobei, nee. Ich bin ein bisschen stutzig dadurch, dass sein Relaxo Erdbeben kann. Ich möchte nicht, dass sich das durch sein Team irgendwie zieht und wir dann eine Bodenattacke reinkriegen. Unser Team ist sehr schwach. Oh, pardon. Sehr schwach gegenüber Bodentypen, leider. Dadurch, dass wir drei Gesteinstypen haben. Einmal Gestein Feuer, einmal Gestein Psycho, einmal Gestein Gift. Das heißt, wir haben zwei Pokémon, die eine Viererschwäche gegen Boden haben. Komm, wir probieren mal den Spukball aus. Ja, siehst du, es haut nämlich eine Bodenattacke raus. Das wollte ich nicht. Rückblick ist gefährlich. Ja, er ist er schon. Aber die anderen nicht. Schau dir mal diese Augen von Schluckwäsch an. Ich liebe sie. Wieso sind das nur so rote Lollipop-Augen? Oh nö, was guckst du denn zurück? Ich bin doch eh nichts. Alter, nicht das Relaxo. Hallo. Ah, mal gucken, wie viel der Spukball macht. Wahrscheinlich nichts. Ja. Das ist nicht sehr effektiv. Wie macht die Kreuzschere? Oh. Oh mein Gott. Alter, Ersa. Hufträne, was macht das? Senkt unser Angriff, oder? Spezialverteidigung sinkt stark. Kehrtwende. Ja. Kehrtwende, nehmen noch viel Schaden mit. Wahrscheinlich so... Roundabout die Hälfte.
Dann gehen wir auf Zenitsu nach der Kehrtwende und Zenitsu macht den Rest. Ja, siehst du? Siehst du, das ist nur eine Kehrtwende! Wenn das ein Crit wäre, würde Ersa killen hier. Ja, wie im Anime, Alter. Ersa einfach okay. Hast du was hältst du denn von dem Team? Kannst du mir nicht auch mal einen Lob aussprechen? Hab ich doch gut gemacht, oder? Also. Also ich muss sagen, ich war ehrlich gesagt nicht so überzeugt. Ich dachte, wir werden einfach wieder gelegentlich untergehen. Ja, ich weiß, dass du das dachtest. Naja, na, ganz eigentlich nach dem ersten Run, ja, also come on. Das ist halt. Ja, aber nee, ich muss sagen, bis jetzt sieht's gut aus. Ruckzuck, Hieb, aua! Was soll das denn? Eigentlich die 14 Schaden. Ja, siehst du, er hat jetzt auch wieder zu dem Schluckbech gewechselt. Das heißt, er versucht hier nur noch verzweifelt irgendwie am Leben zu bleiben. Aber das ändert ja nichts. Er zieht gerade nur alles noch heraus. Ich wäre jetzt auch auf einen Aero ausgegangen bei Zenitsu, aber wir haben ja das Wahlband drin. Das heißt, ich bin jetzt geforst dazu, weiter Fliegen einzusetzen. Nur noch eins? Das hier war von Anfang an meine Trumpfkarte. Ja, das glaube ich ihm. Anfang an, dass dich halt dieses Tor auf den Kopf bekommen. Ja. Naja, nee, in der letzten Runde nicht. Das ist was anderes. Ich finde es aber sehr schön. Was ich auch sagen muss, ich finde es sehr cool, dass wir in den ersten beiden Kämpfen diese Kanto-Urgesteine als so krasse Bossgegner hatten. Einmal das Relax und einmal das Lapras. Das finde ich sehr cool vom thematischen her. So, wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten. Wollen wir den nächsten riskieren oder wollen wir einfach sagen, wir machen heute eine entspannte Folge und nehmen uns nächstes Mal den nächsten Trainer vor. Der machen wir noch, komm. Der hat halt die Gatina dazu. Die Revenge. Revenge. Oh mein Gott. Okay. Ich bin hierauf nicht vorbereitet, ja. So, das erste Pokémon, was er... Nein, nicht alles. Das erste Pokémon, was er einsetzt, ist ein Smog, wahrscheinlich vom Typen Eis. Das heißt, ich bleib mit Larry drin und hau ihm eine Feuerattacke rein. Haben wir noch Supertränke? Nee, nur die Hypertränke. Oh, wir haben auch noch AP Plus im absoluten Notfall der Notfälle. Sehe ich gerade. Oh, das ist ganz gut. Das würde ich vielleicht dann später, je nachdem wie es aussieht, dem Drachenstoß von Bahn geben. Weil das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. So, Bruno, Zeit für Runde 2. Ich glaube fest an das Potenzial meines Teams und trainiere Tag ein, Tag aus, bis ich kurz vor dem Umschein stelle. Denkst du immer noch, du könntest mir einen Sieg abbringen? Ja, glaub schon. Diesmal. Letztes Mal haben wir nicht genug trainiert, aber diesmal hast du keine Chance. Ich finde es actually geil, wenn die Top 4 und der Champ andere Voice Lines hätten oder andere Sprüche, wenn du nochmal reingehst. Das wäre echt cool. Okay, Feuerschlag dürfte ein One-Shot sein. Übrigens, nicht nur die Räume in dem Spiel finde ich sehr gut designt. Ich liebe es auch, wo Aurora strahlt, ist aber in Ordnung. Ich liebe es auch, dass jeder Top 4 Fight so ein bestimmtes Farbschema bedient. Weißt du, was ich meine? Hier jetzt zum Beispiel hast du dieses sehr extreme Rot im Hintergrund. Ich liebe das. Ja. Davor hatten wir halt das Lila von dem Psycho-Pokémon und zwischendurch halt dieses grün-lilande von den Käfergift-Pokémon. Ich finde das so schön. Nice. So angepasst an den Trainer, ist vielleicht nice. Obwohl ich sagen muss, dass mir dieses Rot hier manchmal auch ein bisschen unbehaglich vorkommt. Es ist halt wirklich ein sehr intensiver Farbton für die Augen. Aber ja, ist halt ein aggressiver Turm, ne? Muss das so sein. Kennst du den Virtual Boy von Nintendo? Nee. Das war die erste VR-Konsole, die Nintendo jemals rausgebracht hat. Oh nein, Aquabälle, das ist super effektiv. Jetzt kommt die Aquabälle. Tschüss, Larry. Ach Quatsch, der tankt das. Der tankt das easy. Das war ein... Der tankt das easy, Digga. Hätte es easy getankt, wenn es kein Crit gewesen wäre. Okay, lass mich den Talk über den Virtual Boy auf die nächste Folge verschieben. Wir müssen jetzt schauen, was wir hier machen. Ja, es ist die Wahl zwischen den beiden hier unten. Wissen wir noch, was der Rest vom Moveset war? Nö. Ich bezweifle sogar ehrlich gesagt, dass er was anderes außer Aquawelle großartig eingesetzt hat. Weiß es nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall schon mal den Bedroher drin. Übrigens, ich wollte gerade mit Larry, der Grund, warum ich auch nicht ausgeswitcht habe, auf Irrlicht gehen, weil ich halt nicht mehr genau im Kopf hatte, was er jetzt macht. Oder hätte ja auch sein können, dass er nicht Aquawelle einsetzt, sondern auf irgendwas anderes geht. Und ich dachte, Irrlicht ist erstmal eine ganz solide Grundlage, um danach weiterzukämpfen, aber scheinbar war das die falsche Entscheidung.
Deswegen. Ja, stimmt, ich dachte, durchgegangen wäre wenigstens. Aber. Ja. Deswegen machen wir Natsu Strat, stallen eine Fliegenrunde und sehen, dass er weiter Aquavelle spammt. Wie viel Schaden macht Fliegen? Oh, 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 zähl die zu! Oh, 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 sehr effektiv, schöner Schaden. Sehr gut. Wir kriegen von der Aquavelle bei Zenitsu nicht so viel, ja. 38, geht fit. Dann fliegen wir nochmal, würde ich sagen. Und es kommt da ein Top-Gesum wahrscheinlich, oder? Umwandlung 2. Stimmt, das könnte noch stimmen. Ich erinnere mich. Also ich verstehe nicht, was passiert ist gerade, aber wir haben das Giratina besiegt. Boah, der Schrei! Verdient! Geh dahin zurück, wo du herkommst, in die Hölle! Nein, nein, keine Hölle. Ja? Oh nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Nein, mich! Oh nein! Du Kleiner! Ja, besser ist das! Wie er Angst hatte! Direkt sein Zerpeise zurückrufen. Wie viel macht der Drachenschuss bei dem Bojedin? Oh, Häufblei! Let's go! Was das Ding nichts hat, was uns schaden kann. Was hat das denn eingesetzt dazu? Ich weiß es nicht mehr. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Ich habe das Video sogar geschnitten, aber ich weiß es nicht mehr. Es war keine starke Attacke, weil wir haben mit Gojo noch aus Spaß zum Schluss so ein X-Item eingesetzt. Mhm. Aber was war es genau? Patronenhieb? Eine schwache Elektroattacke? Funkensprung? Ich würde sagen, wir gehen auf Ersa, oder? Da sind wir am safesten. Dann also safer als auch. Eis, Fluch, Feuer oder was weiß ich raus, das ist okay. Nee, eigentlich alles. Ersa hat so ziemlich jeden Typen als Schwäche. Das ist Käfergift-Pokémon. Okay. Ach, verdammt. Oh mein Gott, das hat Eisfetter. Dass wir die nichts rausgenommen hatten. Ja. Ja. Definitiv dazu. Ansonsten wäre er jetzt mehr weg gewesen. Ah, Ego-Trip konnte er noch, stimmt. Ja, ich erinnere mich so langsam wieder. Aua! Aua! Oh nein, er hat viel zu stark. Macht sich selbst viel Schaden. Aber das dürfte eigentlich reichen für einen Bojedin, oder? Bojedin hat nicht so viel Verteidigungswerte, ja. Bojedin ist einfach nur sehr schnell. Ja. Na gut, ich glaube, es hat auch einen guten. Ich glaube, es hat auch einen guten physischen Angriff. Ich weiß nicht, aber es sieht super aus. Das ist vom Aussehen her so. Gott, ja. Du fällst um. Du fliegst auch. Nein. Als ob das schon wieder nicht für ein Surprise geht. Was ist Surprise für ein Surprise? Ist doch super schwach. Ein böser Surprise. Ho. Ja. Ja. Verdient. Asa hat die Adiamantin-Arme ausgepackt, Junge. Was für Arme? Ich hab keine Ahnung, wo du redest. Also, wir haben 6 KP. Er hat ein Hypno. Hau ordentlich rein. Deine besiegten Freunde zählen auf dich. Oh nein. Kurz für dich. Ersa hat eine Rüstung, die heißt Adamantin Armor. Mhm. Ist halt ein absoluter Tank in der Rüstung. Ich verstehe das, Natsu. Ich danke dir auch für die Aufklärung. Ich überlege nur gerade noch, was wir noch machen. Das Hypno kennen wir halt gar nicht, ne? Ja, das Hypno kennen wir gar nicht. Ich fand es übrigens gerade sehr schön, dass das Zerpeise wirklich ansehe an dem Voltackle, dann ist es war gerade, also da ist wieder so eine Stelle, wenn ich Animation könnte, hätte ich das gerade animiert, war, wie die beide mit ihren letzten Kräften aufeinander zustürmen, Ersa mit der Kreuzschere und das andere Ding mit dem Voltackle und dann kippt einer um, das ist halt so, naja, wäre episch. Ich würde sagen, wir gehen auf Shiny Hand, oder, ehrlich gesagt? Ja, können wir tun. Oder wollen wir es bei Satan probieren? Ich weiß nicht. Ich hab Angst vor dem Hypno. Dave, dieses blöde Surprise ist so ein Mitme. Let's go, Satan. Auflockern? Das ist nichts. Also, das macht nichts. Das ist halt. Ist gut. Fluchtwert, ja, okay. Ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, starten wir mit einer Antikraft oder gehen wir direkt mit einem Giftstreich rein? Ich würde sagen, wir starten mit einer Antikraft und hoffen auf den Omni-Boost. Dann wiederum, wir haben auch den Leben-Orb dabei, das heißt, jeder Angriff ist wichtig. Dann könnten wir auch zuerst auf Giftstreich gehen. Also, was machen wir? Giftstreich, Antikraft? Antikraft, Giftstreich? Was machen wir? Wenn die Fluchtwerk gesteigert hat, dann bringt die Antikraft nicht, wenn wir halt wieder verfehlen. Ne? Weil Antikraft ist ja nicht dafür bekannt, glaube ich, auch zu treffen, oder? Also, erstens dürfte es eine 100er-Init haben und zweitens, er hat nicht unsere Genauigkeit gesenkt, sondern unseren Fluchtwert.
wie du eben auch gesagt hast. Er hat unseren Fluchtwert gesenkt, das heißt, er trifft uns mit seinen Attacken häufiger, aber für uns macht das keinen Unterschied. Nee, dann ist er dann bei euch raus. Na dann wird für uns. Streich, oder? Meinst du? Ja, komm, ist die spezielle Attacke, let's go. Mal schauen. Ist, glaube ich, eine 60er-Attacke plus 10% wegen dem. Okay. Oh! Dankeschön! Geschenk! Aua! Er hat einfach die Boto-Attacke bekommen. So nice. Ja, Hälfte mit zwei Dings ist in Ordnung, mit zwei Antikraft, ehrlich gesagt. Heil uns doch! Jetzt heißt es standhaft sein. Nee, da kommt ein Fels. I will keep on standing, my ground. Aua! Der Kopf ist ab. Das wäre richtig blöd gewesen, hätte Hypno das jetzt überlebt und hätten wir wirklich ein Problem gehabt. Oh, ich liebe es, dass sein letztes Pokémon geschenkt war. Also sein letztes Pokémon nur Geschenk eingesetzt hat. Natsu, wir haben es geschafft. Wir sind weitergekommen jetzt im letzten Try. Mit weitaus weniger Verlusten. Ja, sieht doch gut aus bis jetzt, oder? Also ich wünsche, wir hätten Larry auch mit durchcarryen können, aber ja gut. Kleiner Missplay an der Stelle, hätte man anders machen können. Aber im Endeffekt sind wir trotzdem gut durch den Kampf durchgekommen. Ja, mit Verlusten auch zu rechnen. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg. So, dann habe ich jetzt alles einfach nochmal durchgeheilt. Ich packe Larry gleich mal nach hinten noch ins Team. Dann würde ich sagen, schauen wir nächstes Mal, mit wem wir leaden, oder? Wenn du dann die nächste Person auch siehst, gegen die wir kämpfen. Ich kenne die ja schon, aber für dich wird das ja wieder was ganz Neues. Das Item nehme ich ihm schon mal weg, damit ich das nicht vergesse. So, und dann würde ich sagen, nach diesem sehr erfolgreichen Redemption-Arc sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao! Da rein!